Hallo, hier ist wieder euer Aquarianer und in diesem Video würde ich euch gerne einmal meine Metallpanzerwelse, auch Corydeus aneus genannt, genauer vorstellen. Und zwar können wir hier sehen, wie ich sie in meinem Aquarium halte. Und während wir das sehen, kann ich euch noch das ein oder andere Interessante über diese faszinierenden Kreaturen oder Geschöpfe erklären. Und zwar zunächst mal die Grundlagen bei den Welsen. Auch bei den Corydoras aneus handelt es sich um Bodenfresser bzw. Gründler, welche hauptsächlich die zum Boden gesunkenen Reststoffe von verschiedenen Dingen aufnehmen. Eigentlich sind es alles Fresser, das heißt, sie fressen nicht nur eben halt Fischfutter, sondern auch kleinere Würmer und sogar kleine Krebse und beispielsweise auch anderes Getier. Beispielsweise habt ihr vielleicht gesehen, dass hier in diesem Aquarium schon mal Planarien bei mir sich verbreitet haben, aber diese sind inzwischen wieder vollkommen verschwunden, wahrscheinlich auch dank meiner Welse. Und natürlich kann ich direkt mal erwähnen, welche Anforderungen diese Tiere so an das Aquarium stellen, an das Wasser, denn sie stammen aus dem südamerikanischen Raum bis hin zu dem nördlichen Teil des südamerikanischen Raums, wo sie hauptsächlich in Flüssen und Gewässern sich aufhalten. Und daher sind sie Temperaturen gewöhnt von 17 bis 28 Grad, wobei man sagt, zwischen 20 und 28 fühlen sie sich am wohlsten, denn das entspricht ungefähr auch dem, was sie in der Natur haben. Natürlich, wie ihr es vielleicht schon herausgehört habt, dadurch, dass es sich beispielsweise um Flusswasser handelt, kann man sagen, dass die Welse doch eher etwas weicheres und saureres Wasser bevorzugen. Genau, und dadurch sich am besten in ihrer Umgebung integrieren können. Natürlich müsst ihr, wenn ihr euch Welse haltet, auch darauf achten, dass da eure Welse Bodengründler sind, müsst ihr darauf achten, dass euer Bodengrund die richtigen Grundlagen bietet für die Welse. Beispielsweise keine scharfkantigen Objekte, an denen sie mit ihren Barthaaren, mit ihren Barteln hängen bleiben können, beispielsweise. Und außerdem solltet ihr sie bestenfalls in Gruppen halten von, naja, sagen wir mal, je nach Aquarium könnten es schon bis zu 20 oder mehr sein, welche ihr in eurem Aquarium halten könnt. Denn sie fühlen sich in der Gruppe am wohlsten und können so auch am besten sich fortpflanzen in Form von Eiern, welche sie legen. Dabei kann ich sagen, dass die Eier, die sie legen, so ungefähr in einer Anzahl von 10 Stück plus minus normalerweise gelegt werden und dann auch bestenfalls, wenn ihr vorhabt, eure Welse zu züchten, gut vor Fressfeinden geschützt sein müssen. Wenn ihr jetzt beispielsweise Schnecken oder räuberische Signalkrebse in eurem Aquarium habt, dann kann es euch passieren, dass der leicht dem Fraß zum Opfer fällt. Um das zu vermeiden, könnt ihr, das habt ihr ja vielleicht schon bei meinen Zebra-Werblingen gesehen, so eine Art Anzuchtbecken euch zulegen, welches im Wesentlichen eine getrenntes, räumliches, mit Wasser gefülltes Objekt ist, wo die Eier keine Gefahr laufen, gefressen zu werden. Da könnt ihr beispielsweise auch mit etwas abgestorbenem Laub dafür sorgen, dass sich die Huminstoffe im Wasser lösen, wie ihr es ja bei meinen oberen Aquarien vielleicht schon gesehen habt, was zwar eine etwas bräunliche Färbung zur Folge hat, aber fungizid und antibakteriell wirkt. Soll heißen also, gegen Laichpilzbefall oder Bakterien sind diese Dinge sehr hilfreich, die Huminstoffe, welche ihr eben durch die verschiedenen Blätter beispielsweise in eurem Aquarium haben könnt. Und nun muss man natürlich sagen, dass die Welse in der Natur auch nicht ständig sich fortpflanzen, sondern bestenfalls muss man etwas nachhelfen, beziehungsweise in der Natur pflanzen sie sich hauptsächlich während der Regenzeit fort, was für die Welse Paarungszeit bedeutet. Natürlich ist es schwierig, im Aquarium Regen zu erzeugen, aber dort kann man Abhilfe schaffen zur Anregung von der Fortpflanzung. Und da kann man beispielsweise hier, wie ich es tue, eine Art Gießkanne verwenden, um damit Wasser in das Aquarium hereinzugießen. Bestenfalls etwas kälteres Wasser als das, was schon drin ist,
Denn durch den Temperaturunterschied und die Erschütterung im Wasser merken die Welsen, dass es Paarungszeit ist. Und um es zu simulieren, lasse ich hier etwas hereintropfen. Natürlich sollte die Menge je nach Aquarium variieren. Ich kann euch auch sagen, zu der Menge an Welsen, die ihr halten sollt, solltet empfohlenermaßen pro 10 Liter Wasser kann man so einen Wels, einen Metallpanzerwels mehr oder weniger zu seinem Schwarm hinzufügen. Und so habt ihr dann auch immer eine ausgeglichene Menge, wobei natürlich sich das Verhältnis auch durch die natürliche Selektion etwas angleicht. Wenn euer Aquarium nicht so groß ist wie meines, werdet ihr auch gar nicht so viele Jungwelse haben im Zweifel. Und durch die Erschütterung, wie sie hier entsteht, und die Verwirbelung und den Temperaturunterschied, werden eben die Welse zur Paarung angeregt. Ich kann euch erklären, dass im Vergleich der Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Welsen daran liegt, dass die männlichen Welse etwas kleiner und schlanker sind. Aber in der Regel die Rückenpanzerwelse, Metallpanzerwelse oder Corydoris aneus, wie ihr sie auch nennen könnt, durchaus eine Länge von, sagen wir mal, 6 bis 7 cm erreichen können, ausgewachsen. Wie gesagt, die Weibchen sind da etwas größer als die Männchen. Und dann, nachdem sie sich gepaart haben, was auch ein ziemlich interessantes Schauspiel ist, bei dem das weibliche Tier die Barteln des Männchen einklemmt und dann eine Art sehr interessantes Kreuzungsritual vollführt, am Ende doch ein geschwängertes Weibchen die Eier im Aquarium ablegen kann, wo ihr sie dann in euer Laichbecken übergeben könnt, oder wenn ihr nicht gerade Schnecken, Flusskrebs und andere Probleme in eurem Aquarium habt, potenzielle Fressfeinde, dann könnt ihr eben auch einfach die Eier im Aquarium beobachten und werdet feststellen, ob sich tatsächlich die Population erhöhen wird. Hier können wir jetzt zur Abwechslung auch tatsächlich mal einige meiner Welse erkennen, welche, wie ihr erkennen könnt, wirklich sehr gut getarnt sind und daher in der Umgebung relativ gut verschmelzen. Eigentlich würde man denken, dass sie eventuell Angst haben vor meinem Krebs, aber dem ist anscheinend nicht so, denn wie ihr sehen könnt, ist dieser Wels hier doch sehr wagemutig und traut sich sehr nah an den Krebs heran. Natürlich ist in einem 800 Liter Aquarium es immer schwer, genau die Welse zu erspähen. Aber ihr könnt mir glauben, und jetzt habt ihr es vielleicht auch gesehen, dass hier Welse vorhanden sind. Dort hinten hat man auch gerade noch einen herumschwimmen sehen. Hier sehen wir den Wels noch etwas genauer, wie er am Boden entlang gründelt und sich schon in meinem Javamoos versteckt. Ein weiteres Exemplar ist hier zu beobachten. Sie sind wirklich, wie erwähnt, sehr gut getarnt und daher nicht so leicht zu erkennen, aber hier könnt ihr die Augen erkennen. Und ich habe es ja schon erwähnt, in einem Schwarm fühlen sie sich am wohlsten, wobei natürlich der Bodengrund immer bestenfalls an die Bedürfnisse der Welse anzupassen ist. In dem Fall eben keine scharfkantigen Objekte und relativ feinkörniger Sand. Und ja, hier können wir sie sehr gut beobachten, wie sie am Boden entlang gründeln, um die verschiedenen Futterflocken zu fressen. Und auch furchtlos gegenüber Krebsen sind sie. Da Krebse, wenn sie klein genug sind, auch zum Nahrungsplan der Speisekarte des Rückenpanzerwelses, Metallpanzerwelses gehören. Das ist bei allen Welsen relativ ähnlich. Dort hinten ist noch ein weiterer Wels zu erspähen. Ihr könnt erkennen, dass sie tatsächlich nicht so leicht zu erkennen sind, was unter anderem auch daran liegt, dass es sich hier um eine sehr naturnahe Nachbildung handelt, eines Flusses im Amazonas, wo ebenfalls die Pflanzendichte sehr hoch ist und der Boden mit Mulm bedeckt, wobei natürlich in der Natur die Strömung etwas abmildern würde. Aber so ist es doch fast wie bei einer Safari, wenn man versucht, nach einer Dreiviertelstunde die Welse tatsächlich zu Gesicht zu bekommen. Es ist doch immer ein sehr großes Erlebnis. Und sie sind wirklich sehr selten zu erkennen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere von euch schon Zweifel daran gehegt hat, ob ich tatsächlich Welse in meinem Aquarium habe. Aber hier habt ihr sie jetzt mal gesehen. Ich hoffe, ihr wart geduldig bis zum Ende.
Denn das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss. Und hier sehen wir noch ein sehr gutes Bild von einem Wels zwischen dem Java-Moos. Da kann man auch sehr gut die Barthaare erkennen und den welsartigen Mund und die getigerte Musterung. Die Welse sind natürlich auch sehr scheu und wenn man sich erinnert, können sie durch die Scheiben herausblicken und dadurch können sie mich wohl erkennen und dementsprechend handeln. Wohingegen dieser Krebs hier keine Angst vor mir zu haben scheint, aber doch die Welse ihn quasi paralysiert haben. Vor Schock. Und hier sehen wir noch einmal kurz einen Wels. Ich denke, damit habt ihr jetzt einen Überblick darüber erhalten, wie die Welse im Aquarium so aussehen. Ein sehr seltener Anblick, aber wenn euer Aquarium nicht durch und durch von Mulm und vermodernden Überresten bedeckt ist, könnt ihr sie wahrscheinlich öfter erspähen als ich. Aber für die Welse ist dies ja eigentlich eher positiv. Die Bodenstruktur. Denn da fühlen sie sich sehr wohl und können sich auch gut verstecken. Und wie man sieht, manchmal schwimmen sie auch in Richtung Oberfläche, um Luft zu schnappen beispielsweise. Das kann ich nämlich auch noch erwähnen, dass es bei Welsen zuträglich ist, wenn das Wasser sauerstoffreich ist. Denn das hilft ihnen auch beim Stoffwechsel und der Vermehrung. Aber zu hoch muss euer Wasserspiegel eigentlich nicht sein. Das hier ist eine schon sehr hohe Höhe und hier sehen wir beispielsweise einen Wels an der Oberfläche in den Muschelblumen. Das heißt, sie kommen durchaus auch gerne mal hoch, aber in der Regel sind sie eher am Boden unterwegs. Welse sind nämlich Bodengründler, wie ich schon erwähnt. Aber hier kann man auch nochmal die Musterung erkennen, wirklich sehr erstaunlich. Und auch der Lebensraum im Allgemeinen ist doch, wie ich finde, sehr gut geeignet für diese Art von Welsen, welche als Anfängerfische bekannt sind, da sie relativ anspruchslos sind und mit großen Schwankungen im Umfeld klarkommen. Aber hier habt ihr jetzt gehört, wie optimalen Bedingungen sein könnten für eure Welse im Aquarium. Hier sehen wir sie noch einmal zum Schluss, die Welse im Schwarm, wie sie am Boden entlang schwimmen. Wahrscheinlich scheuen sie tatsächlich die Kamera und bewegen sich deswegen immer weg vom Geschehen, sprich von mir. Aber hier könnt ihr sie auf jeden Fall nochmal schön erkennen, dort in voller Pracht. Und diesmal auch tatsächlich, auch in der Gruppe, ist das ein sehr schönes Bild, wie ich finde. Jetzt finden sie sich nämlich alle zusammen, um die runtergesunkenen Fischfutterreste zu fressen, welche den Boden erreicht haben. Hier können wir es erkennen, der Krebs, wie er mit den Welsen um sein Revier kämpft. Da ist der Krebs. Und die Welse sind eben gerade auch da gewesen. Jetzt sind sie natürlich wieder nicht zu erkennen. Doch, da hinten sehen wir ein Schwimmen. Aber ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne mehr von den Welsen sehen würdet, dann kann ich nochmal versuchen, sie anzulocken für mein Video für euch. Hier sehen wir den Wels auf Futtersuche nochmal und der Krebs, wie er sich aus dem Staub macht. Wie ihr erkennen könnt, ist es doch ein halbwegs friedfertiges Zusammenleben zwischen Welsen und Krebsen möglich, da sie sich nicht unbedingt gegenseitig angreifen. Aber hier haben wir noch ein paar schöne, interessante Aufnahmen, wie die Welse den Bodengrund fressen, absuchen nach Futter. In der Gruppe, wie man sehen kann, auch hier ist wieder mal zu erkennen, dass es sich durchaus um Gruppenfische handelt, die gerne im Schwarm schwimmen, also Schwarmfische auch genannt. Davon habe ich ja wie gesagt eine ganze Menge. Und hier könnt ihr sie noch erkennen, wie sie eben auf Nahrungssuche sind. Von den Flocken, welche zu Boden gesunken sind. Aber dies hier ist beispielsweise kein Wels, sondern ein Mini-Krebs.
Wie ihr sehen könnt, habe ich hier einige verschiedene Tiere im Aquarium. Und die sind jetzt auch aktiv und fleißig am Grundeln, wie ihr sehen könnt. Sehr erstaunlich. Damit würde ich mich auch schon wieder für dieses Video von euch verabschieden. Ich hoffe, eure Geduld hat sich am Ende doch gelohnt, denn wir konnten die Panzermelse tatsächlich erblicken. Und falls es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Würde mich sehr freuen und mir in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht auch Welse in eurem Aquarium habt. Würde mich sehr interessieren. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr, wenn ihr mich schon abonniert habt, nicht vergesst, die Glocke zu läuten, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquarianer.